Toms Autowaschanlage. Hallo Gary. Eine Menge Mülltonnen zu leeren heute, nicht wahr? Wessen Haus ist das denn? Es gehört Carrie, dem Süßigkeitenauto? Dann sei mal besser vorsichtig, nicht dass du dich mit klebrigem Zucker bekleckerst. Wir fahren besser schnell für eine gründliche Reinigung in Toms Autowaschanlage. Hallo Tom, wir stecken hier in einer etwas klebrigen Situation. Gary ist ganz mit klebrigem Zucker bedeckt. Kannst du ihm helfen? Das kannst du? Dann auf geht's! Wie wird man am besten klebrigen Zucker los, Tom? Ein Wasserstrahl? Gute Idee. Versuchen wir es mal. Was ist los? Das Wasser ist zu kalt? Hey Tom, kannst du die Wassertemperatur ändern? Gary ist kalt. Ist es so besser? Durch den Zucker riecht das warme Wasser süß? Was kommt als nächstes? Ein Schaumbad? Oh, das wird Gary lieben. Jetzt sind die Bürsten an der Reihe. Was jetzt, Tom? Wir müssen den Schaum abspülen? Okay, dann fangen wir mal an. Was ist los? Du bist traurig, dass du nicht mehr süß und zuckrig riechst? Also, wenn du jetzt rausfährst, denke ich, dass dir da jemand helfen kann. Carrie tut das mit dem klebrigen Zucker leid. Also hat sie dir ein paar Lollis vorbeigebracht. Möchtest du auch einen Lolli, Tom? Aber natürlich. Komm her und hol dir einen. Bis bald, Freunde. Habt einen tollen Tag. Toms Autowaschanlage. Hallo, Amber. Musst du zu einem Notfall? Du bist dreckig überall, Amber. Alles in Ordnung?
Wie bitte? Du hast mit Carrie Pfannkuchen gegessen und hast aus Versehen den Sirup umgekippt? Hm. Ach, Unfälle passieren, Amber. Jeder kann mal ungeschickt sein. Mhm. Du fährst besser schnell zu Toms Autowaschanlage. Hm. Sirupflecken können mit der Zeit ziemlich eklig werden. Hm. Oh oh, es sieht so aus, als würde an diesen klebrigen Sirupflecken jede Menge Dreck hängen bleiben, Amber. Hier sind wir auch schon, Toms Autowaschanlage. Tom hat deine Sirene gehört, Amber, und er ist auch der Meinung, dass du auf jeden Fall eine Notfall-Autowäsche brauchst. Er hofft, du hast wenigstens die Pfannkuchen genossen. Was kommt als erstes, Tom? Wasserstrahlen, um den Müll zu entfernen. Das wäre getan. Nun müssen wir diese Sirupflecken abbekommen. Du denkst, Tom müsste eine Spezialseife benutzen? Du hast recht. Du musst gründlich sauber sein, wenn du im Krankenhaus ein- und ausfahren willst. Gute Idee, Tom. Benutze deinen Spezialschwamm mit der rauen Seite. Siehst du, so funktioniert es. Wir müssen sicher gehen, dass auch das kleinste bisschen Sirup entfernt wird. Wirst du das schwere Gerät benutzen, um Amber sauber zu kriegen, Tom? Jetzt kommt die richtig gute Seifenlauge, Amber. Fühlt sich gut an, oder? Okay, Zeit, diese Schmutzflecken zu entfernen. Was kommt als nächstes, Tom? Bereit, Amber? Kitzelt das? Zeit, den Schaum abzuspülen. Jetzt wird die Trocknung eingeschaltet. Es ist entspannend, wenn man so trocken gepustet wird, nicht wahr, Amber? War's das jetzt, Tom? Ist Ambers Reinigung beendet? Gute Idee. Ein bisschen Politur wäre nett, damit sie glänzt, wenn sie ihre Patienten besucht. Wow, Amber, du glänzt aber. Du siehst brandneu aus und keine klebrigen Sirupflecken mehr auf dir.
Amber sieht toll aus, Tom. Vielen Dank für alles. Tom denkt, du solltest dich eine Weile von Pfannkuchen mit Sirup fernhalten, Amber. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.